Damit euch sowas nicht auch passiert, beziehungsweise was man in so einem Fall dagegen unternehmen kann, zeige ich heute in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video geht es um das schicke Teil und wie man das am besten einsetzt. Und später in dem Video verrate ich euch noch, was das für eine Zusatzfunktion hat, die ich von sonst keinem anderen Gerät kenne, die einfach geil ist. Der kann 2 kW und funktioniert mit Benzin und Gas. Und das probieren wir jetzt. Als erstes für die Inbetriebnahme ist wichtig, dass wir Motoröl auffüllen. Könner und Söhnen gibt hier an, das 10W30 zu verwenden. Und auf dieser Serviceklappe steht oben 0,35 Liter, braucht man für die Füllung. Die öffnen wir jetzt. So ist der Einfüllstutzen. Serviceklappe wieder schließen. Die Bezeichnung von dem Aggregat ist das Könner und Söhnen Invertergenerator KS2000 IGS. Einmal mit Benzintank. Entlüftung, Tankanzeige und der Bautenzug zum händisch starten. Jetzt schließen wir aber als allererst die Gasflasche an. Das ist der Pinöppel für den Gasanschluss. Der erforderliche Gasanschluss, das Set mit der Sicherheitsvorrichtung, wird schon mitgeliefert. Den Benzinhahn auf Off stellen, also schließen, die Gasflasche öffnen, die Durchflusseinrichtung 1-2 Sekunden betätigen, um den Gasschlauch zu füllen. Gerät einschalten, den Schock ungefähr halb herausziehen. Je nach Temperatur kann auch erforderlich sein, den Schock ganz herauszuziehen. Den Baukenzug etwas anziehen, bis man einen Widerstand spürt und dann einmal kräftig. Betrieb mit Benzin. Benzin auffüllen. Tankdeckel schließen und dann das Entlüftungsventil auf On stellen. Den Benzinhahn auf On. Wenn das Gerät noch kalt ist, den Schock ganz nach außen. Aggregat wieder einschalten. Bautenzug bis zum Widerstand. Selbstverständlich darf man solche Aggregate nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
Bei mir ist das zur Demonstration gewesen und ich habe rundum meine Türen und Fenster offen. Also ich habe für genügend Belüftung für die 3 Sekunden gesorgt. Aber natürlich in geschlossenen Räumen darf man das nicht betreiben. In ein paar Augenblicken erfahrt ihr ein Geheimnis über das Gerät, das sonst keins hat und die das Ganze so einzigartig macht. Vorher aber kurz noch zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die man mit diesem Gerät abdecken kann. Das erste, das eingangs ja schon demonstriert worden ist, man ist daheim, zack, plötzlich ist Licht aus. Oder man kommt in Werkstatt, Halle, was auch immer, möchte einschalten und geht nicht, Stromausfall. Man hat aktuell noch überhaupt gar keine Ahnung, wie lange dauert es, was ist los, ist eine Kleinigkeit, irgendetwas. Gar nicht irgendwie eine Möglichkeit haben, irgendwelche Geräte zu betreiben, ist halt einfach schlecht. Natürlich, irgendein riesengroßes, fest installiertes Aggregat mit Umschaltern und so weiter ist nicht jedermanns Sache. Jeder hat nicht den Platz, jeder hat vielleicht auch nicht das Geld und jeder mag nicht irgendwie so viel Geld ausgeben und sagt, für den Stromausfall, der vielleicht einmal im Jahr passiert, ist mir vollkommen egal. Es gibt aber andere Situationen, wo die Leute auf elektrische Geräte angewiesen sind. Vielleicht, weil sie kleine Kinder daheim haben. Aber um die Gründe soll es jetzt gar nicht gehen. Aber da ist halt sowas ganz einfach. Fast jeder hat irgendwie Campinggas, einen Gasgrill zum Beispiel zu Hause. Und wenn nicht, ist halt das ein Benzingerät, kann man so oder so betreiben. Das ist schon mal etwas, was einfach gut ist, wenn ich beide Möglichkeiten habe. Ich habe eine Steckdose, ich stecke da einen Verbraucher an, sei es ein Licht oder sei es irgendein Heizgerät oder irgendwas. Das Ding kann maximal 2 kW, 18 kW, 1,8 kW Dauerlast. Und weil wieder viel fragt, das Ding hat eine einwandfreie Sinuskurve, man kann da jedes Gerät damit betreiben, ohne dass es Schaden nimmt. Auch die Sinus bleibt bestehen, es regelt nicht zurück bei der Last und so weiter. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ums Einspeisen in die Hausanlage soll es mir jetzt mit dem Teil einmal nicht gehen. Für das ist eigentlich so ein kleines, relativ mobiles Gerät mit 90 Kilo. Finde ich, das ist nicht das Richtige, um es fest zu installieren, sondern es soll mobil bleiben. Und weil ich vorhin gerade beim Campinggas war, selbstverständlich ist das perfekte Gerät, um es in einem Camper mitzunehmen oder in einem Wohnmobil mitzunehmen, für alle die, die nicht jetzt mal einen Campingplatz anfahren, sondern vielleicht übers Wochenende gern wild campend oder irgendwo hinfahren, an irgendeinem See oder irgendwas fischen zum Beispiel, Jäger, Jagdhüten, irgendwie solche Dinge, wo man auch vielleicht nicht ununterbrochen Strom braucht, aber was sehr gut ist, wenn man einfach in der Lage ist, Strom zu haben. Das Gleiche gilt natürlich für Eigenheimbesitzer. 80% der Nutzer von so einem Notstromaggregat ist Eigenheimbesitzer. Manche gibt es, die haben ein relativ großes Grundstück, so ein Heckenschneid zum Beispiel, dass manchmal vielleicht ein Kabel drum in Länge von der nächsten Steckdose entfernt vielleicht nicht reicht. Und vielleicht geht es nicht gerade um irgendeine Hecke, die man mit der Akkuschere, sondern vielleicht braucht man ein schweres Gerät, weil man, keine Ahnung, was auch immer, ein neues Gartentor setzen möchte, irgendwas. Wobei die Beispiele jetzt nicht wichtig sind. Aber wenn man sowas irgendwo braucht, ist es halt mit so einem Gerät sehr, sehr einfach. Auf die Schubkarre drauf, zack, zu meinem Einsatzpunkt hin, Gerät aufgestellt, zack, anlassen. Gerät immer, wenn es anlassen ist, 1-2 Minuten ohne Verbraucher laufen lassen, dann erst den Verbraucher anstecken. Und schon läuft euch einwandfrei. Beim Außerbetrieb nehmen das Gleiche. Zuerst den Verbraucher ausschalten, ausstecken und dann kann man da ausschalten. Natürlich verfügt das Gerät über die neueste Technik, neueste Sicherheitstechnik für Überlastabschaltungen und so weiter. Betriebsstundenzähler, Anzeige-LEDs für Öl oder Überlast, ein AC-Reset, um nach der Überlast das Ganze wieder freizuschalten. Und jetzt verrate ich euch das Geheimnis, das eigentlich kein Geheimnis sein sollte, weil es einfach ein Teil des Betriebsmodi ist. Es wird aber nirgendwo kommuniziert. Das Gerät hat die Funktion Parallel-Connection. Das heißt, über diese beiden Pins und im Zubehör ein erhältliches Teil, kann man die zwei und einen Schutzleiter zwei solche Geräte miteinander verbinden und somit die Leistung erhöhen. Können und Söhnen hat mehrere Geräte, bei denen das funktioniert, auch größere wie das 2000er. Somit kann man die Leistung nahezu sich so zusammenstellen, wie man das braucht. Man hat trotzdem das kleine, mobile, relativ günstige Gerät für die bestimmten Einsatzzwecke. Und wenn zu Hause eben diese 2 kW nicht reichen, hat man halt vielleicht noch das 4000er oder das 6000er dazu. Und schon hat man genügend Leistung. Aber wer da mehr dazu wissen möchte,
Ich verlinke das Produkt unten einmal, da kommt es auf eine Infoseite, da steht genau da, wie das alles funktioniert und was damit auf sich hat. Übrigens, ich verlose wieder eins. Das wird verlost. Schaut's in die Videobeschreibung, da ist genau erklärt, wie ihr es mitmachen könnt. Aber Helmut, Diesel war viel besser. Ja, wenn einer ein Dieselaggregat möchte, sollte sich heute ein Dieselaggregat kaufen. Von Könner und Söhnen kriegst du auch ein Dieselaggregat. Ja, aber Helmut, 2 kW, was möchte ich mit 2 kW? Das ist ja nix. Ich brauche viel mehr Leistung. Du brauchst mehr Leistung? Dann klickst du unten auf den Link drauf und suchst dir das Aggregat aus mit der Leistung, die du brauchst. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Wenn dir jetzt eine Einsatzmöglichkeit einfällt, die ich noch nicht erwähnt habe, schreibst du bitte in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Das war jetzt das zweite Könner und Söhnen Notstromaggregat-Video. Auch dieses Notstromaggregat wird wieder verlost. Schaut in die Videobeschreibung, da steht genau drin, wie es funktioniert. Ein paar Videos über Notstromaggregate habe ich noch im Petto. Und das nächste, das kommt, wird ein Monster. Ein Monster-Notstromaggregat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal.